der wir uns jemals gestellt haben. Hier sperren heute nämlich diese 8 tollen Singles auf diesem sehr speziellen Grundstück ein. 4 Frauen, 4 Männer. Und ein Grundstück voller lustiger Aktivitäten und Date-Möglichkeiten. Aber es gibt eine einzige Regel, an die sich alle halten müssen. Eine Regel, die, wenn sie gebrochen wird, zu einer heftigen Strafe führt. Schnallt euch gut an, Freunde. Die einzige Regel in diesem Haus ist nämlich, niemand darf schwanger werden. Ob das überhaupt möglich ist? Vor allem, wenn man bedenkt, dass alle das Merkmal romantisch haben. Und auch direkt zum Start auch schon alle absolut kokett sind. Doch bevor wir in dieses wilde Experiment starten, stellen wir noch ein paar Dinge ein. Zum einen dürfen unsere Sims jetzt ein ganzes Wochenende lang tun und lassen, was sie wollen. Oh, wir haben Dienstag. Naja, dann halt bis zum Wochenende. Und dann stellen wir noch ein, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man schwanger wird. Gerade ist sie bei 100%. Mama mia. Da hätten wir die Challenge ja schneller verloren wie ich. Habt ihr das Video schon geliked, sagen kann? Ich würde sagen, wir stellen die Wahrscheinlichkeit auf 50%. Denn wir aktivieren jetzt auch noch das extreme Techtelmechtel und das Techtelmechtel ohne Beziehung. Heißt so viel wie jeder mit jedem und alle mit allem. Aber natürlich nur, wenn alle Parteien einverstanden sind. Konsens ist natürlich das A und O. Und heute bei den Frauen mit dabei sind Emma, Daniela, Hanna, Lara. Und bei den Männern haben wir Romeo, Leo, Tobias und der wahre und einzige Vlad, der Vampir. Hey, irgendjemand muss den Sarg einweihen und er hat auch definitiv mal ein bisschen Spaß verdient. Und apropos Spaß, ich würde sagen, wir starten das Experiment in 3, 2, 1. Lassen wir die Singles aufeinander los. Wie kokett sie einfach jetzt schon alle sind. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, heute wird es richtig wild. Und sie bewegen sich. Verkaufsautomat durchsuchen. Begrüßt er gerade den Verkaufsautomaten? Naja, immerhin ist er höflich. Und die ersten beiden führen ein Gespräch. Nein, die ersten 4. Hanna hat offensichtlich Interesse an Leo. Und Emma interessiert sich für Mara. Wobei, seht euch mal an, wie sie Hanna anschaut. Also, wenn das kein Flirty-Blick ist, dann weiß ich auch nicht. Und Vlad steckt in der Zwischenzeit in der Tür fest. Ja, natürlich. Aber ich habe mir heute auf jeden Fall 2 Dinge mit ihm vorgenommen. Erstens, Vlad soll endlich Spaß haben und die Liebe finden. Und zweitens, er darf heute auf gar keinen Fall stöpseln. Schlafen? Hallo? Wir sind erst seit 40 Minuten hier und er geht einfach direkt im Zeltzimmer schlafen. Geht's noch? Aber apropos Zeltzimmer. Hier eine kleine Info über das Grundstück. Wir befinden uns hier in einem #familienunfreundlichen Hotel, das von dieser Person hier gebaut wurde. Aber eingerichtet haben wir es selber in diesem Video hier. Und jedes Zimmer hat eine eigene Techtelmechtel-Möglichkeit. Da haben wir zum Beispiel das Zelt, den Sarg, die Quelle, die Betten für mehrere Sims zum Schlafen und so. Wiiu, wiiu, Leute. Wir haben das allererste Pärchen. Hanna und Emma. Damit wird wohl die Quelle eingeweiht. Aber wisst ihr, was richtig gut ist? Hier kann ganz bestimmt niemand schwanger werden. Puh. Und Leo will plötzlich mitmachen oder nicht? Hä? Er will, dass die beiden aufhören. Vielleicht ist er eifersüchtig. Ich meine, die beiden sind auch wirklich süß zusammen. Und sie sind sich offensichtlich mehr als nur nahe gekommen. Die sind praktisch miteinander verschmolzen. Wie romantisch. Nachdem Daniela Vlad ist, dass sie mit ihren Flirtversuchen von den Socken gehauen hat, hat Vlad das Gefühl, als würden die Vögel ein bisschen süßer singen und die Sonne ein wenig heller scheinen. Freunde, könnte es wirklich sein, dass Vlad heute die große Liebe findet? Vlad, wo gehst du hin? Was kann jetzt bitte wichtiger sein als Daniela? Oh, anscheinend die Quelle mit den beiden Turteltauben. Und dem mittlerweile unbekleideten Leo. Mann, und wie ist das jetzt passiert? Säubern. Ja? Vlad, hier hat man gerade die ein oder andere schmutzige Sache getrieben. Da kann man ruhig mal sauber machen. Okay, darauf hat er wohl doch keinen Bock mehr. Wenn die beiden wirklich die Finger nicht mehr voneinander lassen können. Ich finde die so süß zusammen. Und Leo ist halt irgendwie auch da. Leute, Daniela kommt auf Vlad zu. Der schon wieder in der Tür festhängt. Und verschwindet? Vlad, was tust du? Oh, er flirtet mit den beiden Männern. Dazu sagen wir natürlich auch nicht nein. Toxischer Schimmelhaufen? Oh nein, 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 nein. Aber wo? Oh mein Gott, Leute, das Grundstück ist zu groß. Wir werden den niemals finden. Aber wenn wir den nicht finden, dann werden unsere Sims krank. Und dann, naja. Hier! Halleluja! Toxischer Schimmelhaufen mit Feuer zerstören. Let's go, Vlad, sei unser Held. Was zur Hölle? Oh mein Gott, nein, 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 nein! Hilfe! So war das nicht geplant. Kann jemand bitte Vlad retten? Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Leute, wir können jetzt nicht alle unsere Männer verlieren. Wobei das die Challenge natürlich um einiges leichter machen würde. Aber nein! Emma! Schnell, 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 schnell! Rette die Männer! Vlad ist kurz vorm Stöpsel. Nein! Ja? Bin ich noch am Leben? Ja, oh mein Gott, Leute, es hat geklappt. Danke, Emma, du bist unsere absolute Heldin. Und ich glaube, es schimmelt jetzt auch nicht mehr. Aber mittlerweile ist die Sonne aufgegangen. Und das heißt, wir müssen Vlad ganz genau im Auge behalten. Oh, und Mara. Hat wohl Emma ganz genau im Auge. Und es gefällt ihr? Oh, vielleicht doch nicht. Vlad, was machst du hier draußen in der Sonne? Ey, und dieses freche Lächeln dazu. Oh, und Mara. Kennt jetzt die Techtelmechtel-Interessen von Daniela? Was passiert hier gerade? Und warum hat Daniela auf einmal blonde Haare? Kommt wahrscheinlich von der sehr sauberen Quelle. Und auch die beiden lassen nichts anbrennen. Ey, ich liebe das so sehr, wie die Frauen so richtig Gas geben. Bitte was? Hanna und Vlad? In der Mülltonne. Leute,
ohne Spaß, ich heul gleich. Aber ich freue mich natürlich auch für Flat. Aber muss es unbedingt Hannah sein? Hannah und die Mülltonne. Vor allem, wenn Hannah jetzt geschwängert hat, muss sie sofort das Hotel verlassen. Und Flat natürlich auch. Denn um Babys zu zeugen, gehören natürlich immer zwei Leute dazu. Und die müssen natürlich genau gleich viel Verantwortung dafür tragen. Und Hannah ist jetzt sofort zu Emma gelaufen. Die aber gerade mit Leo flirtet. Und sie ignoriert Hannah komplett. Und was ist eigentlich mit Tobias los? Sag mir nicht, der geht schon wieder schlafen. Naja, aber so kann er immerhin niemanden schwängern. Und Romeo kennt jetzt die Techtelmechtel-Interessen von Flat. Ey Leute, Flat gibt mittlerweile richtig Vollgas. Mara kennt die Techtelmechtel-Interessen von Leo. Okay Leute, ich glaube, jetzt geht es hier aber richtig los. Und Flat brennt schon wieder. Okay, alles gut. Oh, aber was machen jetzt auf einmal alle in diesem Raum? Leute, das sieht so aus, als hätten alle drei Frauen plötzlich Interesse an Tobias. Vielleicht, weil er bis jetzt so zurückhaltend und geheimnisvoll ist. Oh la la, ich glaube, er hat Hannah gerade ein Kompliment gemacht. Und auch Daniela flirtet mit Hannah. Ey, Hannah ist wirklich total beliebt bei allen. Oh, aber am Ende sind es dann doch wieder nur Hannah und Emma. Und jetzt, wo sie alleine sind, kommen sie sich auch wieder näher. Ey, Leute, wenn die beiden nicht füreinander bestimmt sind, dann weiß ich auch nicht. Aber jetzt wird es ernst. Wir müssen jetzt nämlich nachschauen, ob Hannah oder Mara schwanger sind. Und Hannah ist nicht schwanger. Ja. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Hoffentlich nicht. Und das Gleiche machen wir jetzt auch mit Mara. Und Mara ist... Hallo, wie lange kann das bitte da... Nein. Nein, Mara ist schwanger. Und das heißt, sie und Leo müssen jetzt das Hotel verlassen. Aber ich sag's euch, Freunde, dieser Tobias bleibt mir einfach ein Rätsel. Aber Romeo versucht sein Glück bei ihm. Und er schaut auf sein Handy. Während die beiden Frauen nickig und mit sehr großem Sicherheitsabstand halten. Aber ganz ehrlich, schlafen kann man, wenn man gestörpselt ist. Und das denkt sich Flat jetzt auch. Und weckt die beiden jetzt auf. Freunde, ich bin so nicht bereit für das, was jetzt passiert. Er hat sich sogar extra die Schuhe dafür ausgezogen. Und gibt natürlich wieder alles. Die Begeisterung ist groß. Aber Hannah ist jetzt wirklich wach geworden. Gib alles, Flat, gib alles. Gut. Hannah hat es mir nicht gefallen. Aber wir haben ja noch Daniela. Und jetzt sind die beiden das erste Mal wieder alleine. Daniela, nein, wo gehst du hin? Als ob. Haben die beiden davor jemals mal miteinander geredet? Oh, offensichtlich schon. Und ganz ehrlich, die beiden sehen auch richtig gut zusammen aus. Romeo hat aber auch Interesse an dem geheimnisvollen Tobias. Und an Flat. Wen mag Flat eigentlich am liebsten? Mich? Was zur Hölle? Ich kann nicht mehr. Wenn man vom Teufel spricht. Mein Sim will ein paar Tage vorbeikommen. Lass uns zusammen abhängen und Spaß haben. So ein bisschen Schwung in der Bude sagen wir natürlich nie nein. Also komm gerne vorbei. Aber warum ist mein Sim schwanger? Die kommt dafür direkt mit einem Regelbruch aufs Grundstück. Und der toxische Schimmelhaufen ist zurück. Was macht mein Sim gerade? Leute, ich kann nicht mehr. Die macht den Schimmelhaufen gerade von selber weg. Ohne, dass ich es ihr gesagt habe. Vielleicht bin ich ja doch ein guter Mensch. Sag mich nicht, was bei Tobias schon wieder los ist. Und wer ist hier gestorben? Flat? Aber der ist doch hier. Es passieren mal wieder sehr mysteriöse Dinge auf diesem Grundstück. Zum Beispiel schläft Tobias gerade neben meinem Sim. Ja, Freunde, ohne Haare schlafen dann einfach angenehmer. Und wir haben im Hotel mittlerweile so richtige Pärchenbildungen. Mit Emma und Hannah. Und Daniela und Romeo. Und wenn ich dann da unten alle Bewohner durchgehe und die beiden Sims ignoriere, die schon ausgeschieden sind, dann bleiben ja nur noch Flat und Tobias übrig. Ich meine, theoretisch wäre mein Sim ja auch noch auf dem Grundstück. Und ganz ehrlich, lange kann es nicht mehr dauern, bis dieses Baby auf die Welt kommt. Aber irgendwie sieht mein Sim nicht so gesund aus. Was ist mit ihren Händen passiert? Und jetzt heult sie auch noch unter der Decke. Was? Oh mein Gott, Leute! Romeo hat es tatsächlich geschafft! Er hat gerade ein Techtelmechtel mit dem geheimnisvollen Tobias! Während mein Sim daneben weint. Ey, und das sieht echt nicht gut aus. Das ist sicher passiert, weil sie den Schimmel entfernt hat. Ey, da macht man einmal was Gutes im Leben und schon muss man dafür bezahlen. Oh nein, 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 nein! Daniela ist da! Jungs, kommt sofort aus dem Schrank raus! Oh, aber wie glücklich die aussehen! Und Daniela hat sie auch nicht erwischt. Aber warum hält Tobias jetzt so viel Abstand zu Romeo? Mit Hannah flirten? Tobias! Vor allem gibt es Hannah mittlerweile wirklich gar nicht mehr ohne Emma. Ey, und dieser Tobias ist wirklich ein ganz schlimmer Finger. Während sich Daniela und Flat wieder näher kommen. In der prallen Sonne. Ich glaube, dem Mann kann man auch nicht mehr helfen. Flat, junger Mann, ich habe dich doch nur 10 Sekunden aus den Augen gelassen. Und Freunde, ich glaube, mein Sim befindet sich in den Wehen. Flat, was passiert hier gerade? Was hat der Mann bitte für eine Mission? Und, machen die gerade? Nein. Doch! Techtelmechtel! Im Wandschrank mit Emma? Die beiden haben davor doch noch nie miteinander geredet. Und wenn Flat sie jetzt schwängert, verlieren wir nicht nur Emma, sondern auch Flat. Und das Schlimmste, Hannah und Emma gemeinsam. Okay, Emma, let's go. Wir machen jetzt sofort einen Schwangerschaftstest. Und Emma ist... Leute, ich habe wirklich Gänsehaut am ganzen Körper. Emma darf sich jetzt nämlich nicht mal von Hannah verabschieden. Regelbruch ist Regelbruch. Es geht nicht krimineller, also geht es jetzt in den Keller. Mit beiden natürlich. Und damit sind nach 1,5 Tagen die Hälfte der Leute ausgeschieden. Und diese 4 bleiben.
bleiben übrig. Und ich weiß nicht, wen Hannah da so genau ansieht. Ich glaube, sie hat einen Plan. Okay, vielleicht ist es auch mein Plan. Aber seht euch mal an, wie gut Hannah und Emma sich verstehen. Wir können die beiden jetzt doch nicht voneinander trennen. Und deswegen geht Hannah jetzt auf Romeo zu und wird mit ihm flirten. Wenn wir ihn von Tobias wegbringen können. Leute, ich glaube, Romeo steht wirklich sehr auf Tobias. Aber Tobias spielt nur mit ihm. Denn seht ihr das? Wir flirten mit Romeo. Aber es interessiert Tobias gar nicht. Nee, er flirtet sogar lieber mit Daniela. Deswegen schnappen wir uns jetzt Romeo und machen mit ihm hoffentlich ein Baby in einem Raumschiff. Hey, wenn sie schon freiwillig ausscheidet, dann so richtig episch. Bitte mach dein Baby, bitte mach dein Baby, bitte mach dein Baby. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir das heute wünschen werde. Und Tobias ist das Ganze wirklich komplett egal. Und die beiden sind zurück. Schnell, 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 mach den Schwangerschaftstest. Und sie ist schwanger. Ja, 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 ja. Und so kann sie jetzt zurück zu ihrer großen Liebe Emma. Wow, es ist so romantisch. Und sie denkt sogar darüber nach, ihr einen Antrag zu machen. Oh, Leute, wir haben alles richtig gemacht, glaube ich. Denn auch Romeo ist jetzt natürlich ausgeschieden. Tobias hat in der Zwischenzeit Daniela um den Finger gewickelt. Bitte nicht schwanger werden, bitte nicht schwanger werden, bitte nicht schwanger werden. Wow, meine Stimmungsschwankungen sind heute auch eine wilde Achterbahnfahrt. Und Daniela ist... Gratuliere. Damit sind es nämlich auch unsere letzten beiden Teilnehmer ausgeschieden. Und ich sag viel Spaß mit denen. 2, 3, 5, 8 Babys. Ach du heilige Leute. Flat hat einfach Drillinge gezeugt.